Also, wir gehen hier erstmal hoch. So viel ich weiß, war da nichts. Oh, das Haus ist so geil. Das Haus ist so geil. Vor allen Dingen auch mit diesen bunten Fenstern und so. Und dann diese Schilde und Schwerter an der Wand. Oh, echt. Ja, so ein Haus will ich haben. Und mit diesen Holzvertäfelungen und Holzboden und allem. Und, oh, ist das schön. Mach ich. Ja, mach mal. So, also hier. Oh, geiler Kamin. Hier könnte ich mir vorstellen, nach Schlachten zu sitzen und ja, die Kerzen da alle anzuzünden und das Haus niederzubrennen. So, was gibt denn hier noch? Ja. Ja, mach mal. Diese Kameraführung. Oh, das ist so geil hier. Das ist so geil hier. Das ist so geil. Oh, geil, geil, geil. Also hier das meiste, ne, das kannst du nicht anfassen. Da ist nichts mit. Hier ist eine Tür, die ist In verschlossen. Ordnung. Ich glaube, da kann auch Kladdes nichts machen. Hallo? Mach Nö. ich. Die Tür ist, glaube ich, on purpose verschlossen. Warum soll ich nicht eigentlich mal durch mein Haus gehen? Und mir ist es egal, ob die anderen hinterherkommen. Also hier ist nicht viel zu tun. So, wir gehen hier einfach mal wieder raus. Und gucken uns mal das untere Geschoss an. So, entweder habe ich hier noch nicht geschnitten, nur ich habe geschnitten. Entweder es ist noch die erste Folge dieser Aufnahmesitzung oder es ist schon die zweite. Das kommt drauf an, ob das sich irgendwie thematisch machen lässt. Wir werden hier so schnell nicht durchkommen. Hier ist die Küche. Teilweise stinkt es hier ein bisschen, ne? Also das würde ich anders machen. Denn die Küche im Hause ist immer eine Sache. Kann man die Truhe hier nutzen? Nee. Die Küche im Hause ist immer eine Sache, die muss sauber sein. Da geht mal gar nichts, ne? Weil, Alter, da wird Essen zubereitet. Da kriegst du dann hinterher irgendwelche Pocken, wenn du da nicht. Guck mal, hier haben wir Truhen. Hier haben wir Schränke, also Regale und Schränke. Es gibt noch andere Sachen. Wisst ihr was? Ich packe mal ein paar Sachen gleich weg. Dann mache ich das jetzt. Ja, komm. Hier mal so die ganzen Sachen zum Basteln, ne? So auch das und das und das und ich glaube, haben wir eine Bogenbaubank jetzt bestellt oder was haben wir hier bestellt? Ich packe hier erstmal nur Ich Essen nehme die Sache und in die Hand. Kräuterlis rein. Ja, Rolana, hier gibt es aber keine Ratten, ne? Hier gibt es keine Ratten, Mädchen. So, Wolfsrattenschwänze. Ja, die verkaufe ich jetzt trotzdem. So, das kann weg. Ja, kaufen, verkaufen machen wir später auch noch ein paar Sachen. Ich will erstmal nur einfach schauen, was hier reingehört. Oh, 100 plus Quellwasser. Oh, geil. Oh, 15 über den 100. Das ist geil. Das Zeug brauchen wir nämlich nachher. Ach ja, und die Seife. Ich packe die Seife mal hier mit rein. Oh, das ist wichtig hier, der Orden von Ferdok. Warum hat er den? Folgt mir. Ich bin der Held. Verdammt. So, Apfel, Gullmundblatt. Also, das müssen wir uns merken. Hier sind die Sachen drin, die was mit Alchemie. Ja. So, können wir uns hier vielleicht mal sammeln? Das wäre ganz geil. So, und hier packen wir mal alles rein. Ich muss mal kurz gucken. So. Nee, den Bogenbaukram, den packen wir nach draußen. So, zack, zack, zack. Das könnte jetzt hier ein bisschen. Bogenbau, Bogenbau. Ich weiß nicht, wofür die Dinge gut sind. Die packen wir mal hier rein. Die Fellfetzen verkaufen wir. Bärenfallen und Quatsch und Mausefallen verkaufen wir. Pechfackel, Pechfackel verkaufen wir. Weil wir haben ja Zauberer mit Flimflam Funkel, da brauchen wir den Kram nicht. So, hier rostige Nägel, Kohle, Bärenfalle. Ferdocker, Schlingenfalle, Krähenfüße. Ich frage mich immer noch, warum man Füße von Krähen in der Gegend rumliegen haben sollte. Und ja, hier die vier Kohle und Kohle, Kohle, Kohle. Oh, 39 Kohle. Also mit Kohle muss ich sagen, werden wir auf dieser Map echt. Na? Ich bin nicht so unflätig wie Grom. So, die ist immer noch hier oben, die alte. Okay, das war's. Wir machen mal alle bewegen. So, da ist besagte Karte. Seht ihr? Hier können wir Schnellreise machen dann später. Hier könnten wir nach. Wir können nicht nach Avestreu reisen, weil. Ja, da ist ja keine Rückreise möglich.
So, hier ist der Keller. Oh, ich würde hier so einen Weinkeller und Schnapskeller und Bierkeller und alles Mögliche einrichten. Also, ja. Und wundert euch nicht, dieser Keller wird später größer, auf magische Art und Weise. Hier tröpfelt es aber ganz gewaltig durch. Hat einer oben ein Bad eingelassen oder was ist hier los? Ich glaube, es hackt. Falls ich übrigens ein bisschen komisch spreche, ich habe in den letzten Tagen einige Zahnoperationen hinter mich gekriegt und meine eine Seite ist etwas entzündet. Ich komme momentan auch nur mit Ibuprofen klar, sonst würde ich hier gar nicht, ne? So, hier ist übrigens auch noch ein Raum, der auch eine Truhe enthält, in die man Sachen reinlegen kann. Ansonsten ist hier noch nicht viel. Also mit dem Haus hier wird noch später noch einiges passieren. So, und hier geht es in den Garten. Und hier müsste jetzt auch gleich das kleine Kätzchen auftauchen. Na, wo ist es denn? Da ist es ja. Ach, ist das süß. Mallo. Zu Katzen sagt man übrigens Mallo. Die mögen nämlich kein Hallo, weil das ist Fauchen. Ne? Und lass uns doch mal schauen. Wir haben hier eine Bogenbauwerkbank. Ja, wie viel Bogenbautalent haben wir denn? Wir haben ein Bogenbautalent von 4. Okay, pass mal auf. Ich gebe ihm mal alle Zutaten, die wir haben. Alle mal hergehört. Alter. Ich gebe ihm mal alle Zutaten, die was mit Bogenbau. Ich glaube, Sehnen haben etwas mit Bogenbau zu tun. Ich glaube. Hier der Kram, was auch immer das ist. hier das Ulmenholz, das hat mit Bogenbau zu tun. Und ansonsten eigentlich nicht viel. Hier haben wir Mausefallen. Weißt du was, wir machen gleich auch mal ein paar andere Sachen noch. Nämlich alles, was verkauft werden soll. Ich guck mal hier, nee, im zweiten Slot. Ich muss das hier echt mal aufräumen irgendwie. Amazone voraus. So, Breitschwert Hügelbolz. Ich weiß nicht. Verkaufen Rattenschwänze. Wir lassen alles immer von Kladdis verkaufen, weil die hatten einen guten Menschenkram, also Menschendiskussionswert. Und ja. Deswegen, die Seife behält Rulana erstmal, die riecht immer so nach Zwiebeln unter den Armen. Ach, wir haben hier immer noch. Ja, müssen wir gleich sowieso nochmal. So, das hier. Das wird verkauft. Wo ist denn das helle Ferdocker? Da ist helles Ferdocker, damit der Vorgrim, so heißt er, nicht in Versuchung kommt. So, die Wurfmesser, die kann Kladdis auch gebrauchen. Und die Wurfmesser und die Wurfmesser und die Wurfmesserdolche. Da haben wir noch ein bisschen mehr Rattenschwänze. Das hier packen wir mal gleich nach vorne. Da werdet ihr gleich sehen, was es damit auf sich hat. So, ja, das gebe ich ihm auch mal, weil er ist der Alchemist später. Gute. Ja, haben wir jetzt alles oder haben wir jetzt alles? Die Skraja, die ist nicht so wichtig. Die gebe ich auch mal ihr. So, haben wir jetzt alles oder wie? Haben wir jetzt alles? So, hat er jetzt auch alles, was mit Bogenbau zu tun hat? Ich guck mal kurz nochmal durch. Ich mach das schon. Ja, was denn? So, ich muss mal zu meinem Charakter und nochmal auf die Bogenbaubank klicken. Anleitung Schlingenfalle könnten wir. Anleitung Jagdbolzen. So. Wir könnten Schlingenfallen bauen. Wir machen das erstmal einfach. Wir können 10 Schlingenfallen bauen. Es wurden 10x5 Schlingenfalle erfolgreich hergestellt. Und die, wir machen jetzt schon mal richtig auf Kohle. So, wir brauchen wieder Lederbänder. Aber daran soll es wohl nicht. Oh, die Bogenbauwerkbank. Geil. Sowas hätte ich übrigens auch gerne. So, rostige Nägel, Schlingen. Die Schlingenfalle gebe ich mal Kladdis. Die kann sie gleich verscheuern. Hier, der Orden der Stadt Ferdok. Orden der Stadt Ferdok für besondere Verdienste. Etikette 5. Jetzt gucken wir mal, Etikette, Puppette. Wo ist denn die Etikette? Ich gebe einfach mal da hier drauf. So. Kann man hier ach, da ist Etikette, genau. Oder? Etikette muss doch hier irgendwo. Da, genau.
mein Etikett. So mancher Held kann unversehens in feine Gesellschaft geraten. So sei es, weil er als Belohnung für eine besondere Tat zu einem Hof, Ball oder einer Audienz eingeladen wird, sei es, weil er am Herzogenhof einen Schurken nachspioniert. Wie aber lautet die korrekte Anredeform für die Tochter des Markgrafen? Welches Wappen trägt das Haus Sturmfeld-Mersingen? Aber auch welche Weine gelten momentan als schick? Ist es degutant, süße Pastetchen nach Hammelläufen zu reichen? Da der Spieler all diese Dinge unmöglich im Kopf behalten kann, sollte sein Held sich möglichst auf dem Feld der Etikette auskennen. Bei der Etikette wird auf eine bestimmte auf einen bestimmten Talentwert abgefragt und keine Probe gewürfelt. Aber auch immer, ich denke mal, da kommt man besser mit den Schnöseln zurecht. Auf jeden Fall sieht das Ding wohl schick aus, ne? Und wir haben hier diese feine Maske und so weiter. Und ich glaube, man kann die auch am Körper des Charakters sehen. Oh, halbe Folge schon wieder vorbei mit dem Quatsch hier. Und hier haben wir auch eine Kiste. Und das ist nämlich ganz toll, weil wir können hier alles, was in irgendeiner Form mit dem Bogenbau und Fallenbau und bla zu tun hat, einfach mal reinlegen. Und ich sehe gerade, ich verfüge hier noch über einige Wurfmesser und einige Pfeile. Die sollte Rulana haben. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Kräuterleaves pflücken hier im Garten, weil das ist auch ganz gut. So, ihr seht hier überall sind nette kleine Blumentöpfe. Und da sind Kräuterleaves drin. Und die holen wir uns. Miau. Oh, ich liebe das. Ja, habe ich vorhin nicht zu Ende erzählt. Mallow, man sagt zu Katzen Mallow, weil sie mögen das H von Hallo nicht, weil sie das als Fauchen werten. Genau, hast du recht. Und deswegen sollte man zu Katzen stets Mallow sagen. Das ist so meine eigene Erfahrung. Und meine eigene, ich bin nämlich ein Professor in Katzologie. Ja, das gibt es tatsächlich, Katzologie. Wird an der Multiversität von Alion gelehrt. Und da lernt man übrigens auch nicht beim Pflanzenpflücken zu failen. Also, diese Kameraführung ist immer noch für den Arsch. Entschuldigung. Und hier übrigens in diese ganzen Sachen kommen dann später die Werkbänke rein. Da erzähle ich noch nicht so viel. Und wir werden hier später Selbstversorger. Also wir werden hier so richtige Reichsbürger. Niemand wird, also das hier wird zum eigenen Land in Ferdok. Ich nenne es Alion. So. Dieses hier ist das Königreich Alion. Nicht mal der... Oh, Entschuldigung. Nicht mal der Graf von Ferdok. Ich habe mich verschluckt irgendwie an meiner eigenen... Naja. Nicht mal der Graf von Ferdok hat hier irgendwas zu sagen, denn ich bin hier der König. So, und es wird hier immer noch mehr Pflanzen geben. Hier diese ganzen Töpfe, glaube ich, werden irgendwie genutzt. Wenn wir denn Pflanzen von unseren Reisen mitbringen. Denn das ist ganz gut. Oh, ist das geil hier. Guck mal, und der schöne Apfelbaum. Ey, ich muss hier nochmal runter gucken. Und schön Schmetterling. Und da mit den runterrankenden Sachen und so. Oh, ist das geil. Ich will dieses Haus. Ich will dieses Haus. Hey, wenn da einer zuguckt draußen, der mir solch ein Haus verschaffen kann und unbedingt dafür eine Tat begangen haben möchte, die nicht so ganz, sage ich jetzt mal, den Gepflogenheiten der menschlichen Rasse entspricht, dann get in touch with me. Ich bin bereit zu töten, zu brandschatzen und zu morden für dieses Haus. Irgendeinen wird's geben. Okay, ja, dann tschüss, Wirwosch. Ich mache mich mal wieder auf den Weg, ne? War geil hier. Ey, echt, Alter. Pass mir gut auf das Haus auf. Und sei vorsichtig mit den Fackeln an der Wand. Die sind wirklich... Ich mache mir Gedanken. So, wir sollten hier schnellstens elektrifizieren. So, es gab wohl einen kleinen... Ach, wisst ihr was? Wir gehen noch mal in die Grafenstadt und gucken uns das da an. Wir können zwar momentan nicht mit viel handeln, aber mit ein bisschen was. Und damit gehen wir mal auf den Marktplatz und lassen die gute Gladys, weil die hat einen guten feirischen Skill, den wir auch noch hochbringen sollten, weil wir brauchen jede Menge Kohle hier. Ihr seht ja, 50 Dukaten für eine kacken Werkbank. Und wenn ihr euch mal den ganzen Schmuck anguckt, die ganzen verzauberten Amulette und so weiter, die wir natürlich auch brauchen werden, die wir dringendst brauchen werden, wenn ihr euch die anguckt und die Preise... Da kommen einem die Tränen in die Augen. So, hier haben wir einen Händler der Nicebacks. Nice. Willkommen! Im gut sortierten Angebot des Handelshauses Niceback werdet ihr sicher etwas finden.
Also, ich sag's mal so, ne? Ich merke mir, Niceback, das sind die nicen Leute. Störrebrand, ne? Werden Större niedergebrannt. Er hat zwar nicht so ein geiles Outfit wie die Störrebrands, ne? Also das Wappen finde ich nicht so geil, aber nun ja. Dann zeigt mal, was euer Handelshaus zu bieten hat. Ich würde gerne ihr hier, der Kladdis, ein anderes Outfit verpassen, weil sie ist doch ein bisschen sehr fragil, muss ich sagen, also in ihrer ganzen Sache. So, dann kommen wir mal. So, was hat die hier? Die Wolfsrattenschwänze, die können wir hier mal verscheuern, weil das ist Krämerkram. Fellfetzen, Mausefallen, Pechfackeln. Wie gesagt, die Pechfackeln brauchen wir nicht. Die Waffen verkaufen wir lieber drüben beim Waffenhändler. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Vorteile hat, das jeweils... Guck mal hier. Wir kriegen 2 Dukaten und 5 Silbertaler für... Oh, geil. Guck mal, haben wir schon wieder eine Fünftel Werkbank fast fertig. Und sie hat halt 5% Feilschen, kriegt sie drauf. Das ist schon mal total geil. So, ihr seht nämlich die albernen Stulpenstiefel hier. Die haben einen recht begrenzten Rüstungswert. Das Kleid hier ist auch, kann man auch vergessen. Den Hut finde ich eigentlich ganz geil. Man muss dazu wissen, merkt euch das in diesem Spiel und in der Drakensang, also... Und dieser blöde Brunnen. Ja, da kümmern wir uns später drum. Ich muss irgendwie... was mache ich jetzt? Da ist so ein... Dieser blöde Zwerg. Alter. Und dieser blöde Brunnen. Da ist so ein Hebelrätsel und ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock darauf. Das können wir irgendwann mal später machen. So, das ist misslungen. Oh je, was mache ich jetzt? Hier haben wir dieser einen Waffenhändler, Knorrhold. Hoho, bei mir findet ihr die schärfsten Schwerter und breitesten Äxte. Oder habt ihr lieber einen wuchtigen Streitkolben in der Hand? Ich habe einen wuchtigen Streitkolben. Ja, aber ganz anders, aber ist, das interessiert dich nicht. Das dürfte ja die Damen interessieren. Ah, zeig mal her, was du hier so hast. Alter! So, Kultisten durchverkaufen, Kultisten durchverkaufen, Messer verkaufen, Skraja verkaufen. So, guck mal, was wir hier... Also wir werden hier langsam. Den Holzschild, den will ich haben. So, sonst kaufen wir hier erstmal nichts. Hier gibt es eine ganze Menge lustiger Sachen. Ich schließe diesen Handel erstmal ab. So. Wen haben wir hier? Och, Auralia. Tachchen. Ich begrüße euch in meinem Stand. Avestreu. Avestreu. Die gute... Ja, wir haben uns doch schon in Avestreu gesehen. Seid ihr viel auf Reisen? Jupp. Ja, das will ich wohl meinen, weshalb fragt ihr? Ach, ich beneide euch, es gab eine Zeit, zu der ich selbst viel unterwegs sein konnte. Doch seit ich meinen kleinen Stand hier habe, aber ich schweife ab. Das tue ich auch oft, ich fühle das so sehr. Eigentlich geht es um eine Zutat zu einem Rezept. Eine Zutat? Und um was für ein Rezept geht es denn? Nun, ich habe da ein altes Rezept für einen mächtigen Trank, ein Meisterstück der Alchemie. Doch es ist nicht ganz schlüssig, es macht keinen Sinn. Eine der Zutaten scheint nicht zu stimmen. Ich glaube, es ist der Manticore-Stachel. Nur kann ich ja hier auch nicht einfach weg... Ja, gut. Wenn ihr jemand auftreiben könntet, der diese Zutat kennt oder weiß, was man stattdessen verwenden kann, wäre ich euch sehr zu Dank verpflichtet. Ich würde euch an der Errungenschaft teilhaben lassen und falls ihr eine fähige Alchemistin zu schätzen wisst, würde ich mich gern euch vielleicht sogar anschließen. Moment mal. Räuspern war nötig. Nur zu gerne würde ich mal wieder auf Reisen gehen. Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Also dieser Trank, den sie hat, das muss ja echt ein cooler Trank sein. Und da haben wir immer Bedarf dran. Und eine Alchemistin dabei zu haben, auch wenn sie schon ein bisschen in den Knochen quietscht. Na nun, das ist wahrlich ein Angebot. Ich werde meine Augen für euch offen halten. Ja, Auralias Rezept. Rezept für den Meistertrank. Okay, alles klar. Wieder eine neue Quest. So, was kann ich denn bei euch lernen? Ja, ich guck mal. Wir haben, glaube ich, alles. Clarum Purum. Ja, das will ich lernen, wenn das geht. Oh, super. Das ist nämlich ein Zauberspruch, mit dem kann ich Vergiftung aufheben. Amazone so, Amazone voraus. Ich weiß nicht. Magiekunde für eine Amazone? Nö. Magiekunde, Heilkunde, Gift. Für ihn wäre vielleicht ganz gut. Machen wir doch mal. Und sie kann auch ein Clarum Purum lernen. Balsam Salabunde hätte sie eigentlich eher lernen sollen. Magiekunde, das wäre auch schön, weil Fähigkeit schon bekannt. Ach so, ja. Heilkunde Gift, komm mal her.
Okay. Das ist ein Kunde. Es ist alles vollkommen egal.